Moin, wir sind David und Melinda. Und wie wir hier gelandet sind, obwohl wir eigentlich dahin gehören, verraten wir euch jetzt. Ja, nach über einem Jahr Vollzeit-Vanlife wird es langsam Zeit für einen Frühjahrsputz. Und deswegen fahren wir mit unserem Ting-Tong in die Werkstatt. Ja, wir werden Ting-Tong entrossen und neu lackieren. Wir haben hier eine Werkstatt gefunden in der Nähe von Santander. Aufgrund einer Empfehlung sind wir dann hierher gefahren, nach den Kanaren. Und stehen jetzt 2 Tage hier auf einem Parkplatz, haben uns vorbereitet. Jetzt ist alles gepackt und ja, jetzt fahren wir zur Werkstatt. Ja, mega cool, dass das alles hier so klappt. Sie spricht Englisch. Wir verständigen uns per WhatsApp, während das Auto hier bleibt. Jetzt zeige ich euch mal, was alles gemacht wird, damit ihr auch mal seht, was eigentlich hier passiert ist. Das hier ist schon die ganze Zeit kaputt am Grill, das lassen wir austauschen. Hier blättert überall der Lack ab, das heißt, das machen wir neu. Hier sind auch Kratzer drin, ja, von Hunden, beziehungsweise auch so, wenn wir durchs Gebüsch gefahren sind. Hier blättert der Lack auch ab, wird neu gemacht. Die Scheibe ist gerissen. Durch einen Steinschlag auf Fuerteventura wird immer größer, die wird ersetzt. Hier oben haben wir auch Rost. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber es sind so kleine Rostpunkte, die werden weggeflext. Wir haben hier einen Spiegel, der schon so ein bisschen kacke aussieht. Wir haben hier Rost. Ah, ganz große Baustelle, guck mal. Was haben die da nur gemacht? Das sieht so kacke aus. Yeah. This one here is a big problem. Here. He's complete. Okay. Yeah. Rust and paint. Okay. Yeah. And also this one. Look, this was, I don't know what this is. This is a big. Okay. It's not metal. I don't know what. And we have. No problem. Here. Yeah, no problem. Yeah. No, it's good. When it's you complete. Say no. Outside. Ja, outside. I know. Everywhere. Das Ganze soll jetzt ungefähr 15 Tage dauern. Und in der Zeit sind wir hier in einem Hotel in Santander und auch noch in einem kleinen Apartment danach, weil hier über Ostern alles ziemlich voll ist. Deswegen haben wir nicht so eine kleine Unterkunft finden können für die erste Woche. Geht es jetzt erstmal ins Hotel und danach in eine kleine Unterkunft. So, jetzt geben wir mal den Schlüssel ab und dann holen wir uns ein Taxi und fahren in die Stadt. Na du? Hast du Bock? Umzuräumen. Ja. Amore! Auf geht's, Taxi ist da. Ja. Ciao, Ting Tong. Eigentlich aus wie Assis mit diesen ganzen einzelnen Jutebeutel. Wir waren schon lange nicht mehr in Hotels und haben deswegen auch keine Koffer dabei. Wie denn auch, wenn man Vanlife macht? Sieht so schön hier aus. Und bis jetzt haben wir echt nur nette Leute hier kennengelernt. 7. Etage. Eine heiße Dusche. Gleich gibt's eine heiße Dusche. Gleich gibt's eine heiße Dusche. Was machen wir eigentlich? Wir können jetzt morgen keinen guten Kaffee mehr trinken in der Früh. Doch, wir gehen aber ins Restaurant. Wir können einfach nur Kaffee trinken. Ja, aber da gibt's keinen guten Kaffee. Das weißt du doch noch gar nicht. Piep, 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 piep. 702. Du siehst da rein. Nicht rein. Ja. Ja, aber die Aussicht ist auch nicht so schlecht. Hey, das Guck ist mal, doch mega sieht cool. Voll schön aus. Das war was ganz anderes. Nicht zum Hafen raus, aber cool. Sehe ich es nicht. 31 Euro, 35 Euro die Nacht mehr wegen Blick auf den Hafen zu zahlen. Das ist auch ein schöner Blick hier. Ja, und schau mal. Wir können jetzt auch in Paris sein. Aus, ich würde sagen, das ist so ein Mix aus Paris und Mannheim. Ja, stimmt. Toll, 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 toll. Toll. So, und hier ins Scheißhaus mal reingucken. Ah ja, ist auch wichtig.
Oh. Wow, das sieht schon luxuriös aus. Alter. Oh my goodness. Ey, das Badezimmer ist größer wie unser ganzer Van. Ja. Ich würde sagen, jetzt kommen wir erstmal an. Ich muss die Schuhe erstmal ausziehen hier. Und gucken, dass wir vielleicht irgendwas Kleines essen gehen. Oh, ja. Hast du Hunger? Ne? Ich brauche was Salziges. Ja. So, jetzt wollen wir auch was essen. Und um ehrlich zu sein, sind 3 Tage vergangen. Ja. Was macht man so im Hotel in der Stadt? Essen gehen? Lange duschen. Und wir haben viel geschlafen. Überraschenderweise auch ganz gut. Aber jetzt wollen wir zum Van gehen. Ich bin nämlich mal echt gespannt, wie weit die gekommen sind. Weil, mir ist eingefallen, wir haben noch nicht mal ein Übergabeformular bekommen. Also seit Donnerstag ist das Auto jetzt in der Werkstatt. Heute haben wir Montag. Ja. Schauen wir mal, was schon so passiert ist. Wir haben ein bisschen mit denen geschrieben, aber seit 2 Tagen nichts mehr von denen gehört. Und jetzt fahren wir da mal vorbei und machen einen Überraschungsbesuch. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. Time of our lives when we started, everything was grooving. But I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Ja, das hier ist unser Lieblingscafé in Santander. Ja, es ist so schön hier. Hier kommen wir jeden Tag und her. Und unsere Wohnung, die wir jetzt ab Donnerstag haben, die ist ja auch ganz um die Ecke. So ja. Cool. So, wir müssen los. Ja, los geht's. Ab zu Ting Tong. So, wir haben uns jetzt gerade noch geschafft, ein Ticket zu holen. 2 Minuten hatten wir jetzt noch Zeit, aber es hat uns immer noch geholfen am Schalter, zum Glück. Wir haben jetzt hin und zurück 13,80 Euro bezahlt. Hoppla! Wir haben uns ein bisschen, also wir haben uns nicht wirklich verfahren. Wir haben schon den richtigen Zug genommen, aber den wir genommen haben... Ja, der ist einfach dran vorbeigefahren. Der macht keinen Zwischenstopp. Aber da war ein, wie nennt man, ein Schaffner? Ja, ich glaube, der ist Mitfahrer, oder? Oder Schaffner? Ich weiß nicht. Das sieht so offiziell, nee. Halboffiziell sieht er aus. Nein, auf jeden glaub, Fall das hat ist so ein Kontrolleur oder sowas. Ah, vielleicht Kontrolleur. Ja. Und der hat uns hier so einen Zettel auf Spanisch geschrieben. Da sollten wir jetzt zur Information... genau, da stand was auf Spanisch und die hat uns jetzt quasi gesagt, wo wir... Genau, jetzt war ich gerade nochmal kurz an der Schalter. Genau. Und da durften wir jetzt einfach das Gleis wechseln, ohne nochmal was Neues zu bezahlen. Ich muss auch ehrlich sagen, die Leute hier, die sind extrem, extrem freundlich. Ja, sehr freundlich. Nett und... Also sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Egal wen wir treffen, die sind super nett und helfen sehr gerne. Ja. Also wir haben so eine richtige freundliche Ausstrahlung. Total, also wir fühlen uns hier auch richtig wohl. Das kann man schon mal sagen, hier oben in Kantabrien ist das... Ganz, ganz, ganz besonders. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty. West Side Story, don't feel pretty anymore. Zweiter Versuch, hoffentlich kommen wir jetzt an. Ich sehe den Kuh noch nicht, Schatz. Müsste eigentlich da vorne sein. Wenn er noch draußen wäre, hätte ich mir Gedanken gemacht. Dann wäre nämlich noch gar nichts passiert. Ja, ist bestimmt so. Bestimmt ist er gerade drinne. Donde está mi coche? Oh oh, wo ist unser Auto? Oh oh, ich sehe es nicht. Aquí está mi coche. Hola. ¿Y tienes problema con oxígeno? Mucho. Ja, mucho. Okay. So, da hinten wird jetzt gerade die Farbe ausgewählt, aber das zeigen wir euch am Ende, für welche Farbe wir uns entschieden haben. War ein bisschen aufgeregt, aber es ist so professionell, so cool hier. Alles tipptopp. Komme! Ja, Ting Tong geht's, glaube ich, richtig gut da drin, ne? Ja, das sieht schon so gut aus. Die machen das richtig toll, die sind so nett. Ich glaube, der ist hier echt in guten Händen. Und ja, jetzt haben wir Ostern in der nächsten Woche. Die werden jetzt noch ein paar Tage arbeiten und dann nächste Woche mit dem Lackieren anfangen.
Wir haben uns jetzt noch ein bisschen Kaffee-Equipment geholt, weil das fehlt uns doch schon ganz schön morgens, unseren Kaffee zuzubereiten. Ja, weil wir jetzt die Wohnung haben, ab Donnerstag können wir uns unseren eigenen Kaffee wieder machen. Sind wir happy? Richtig happy. Also ich war ein bisschen, hatte ich Bammel, weil ich vielleicht sogar dachte, die finden etwas und sagen, oh je, das ist doch viel mehr Rost wie gedacht. Er meint, es ist viel Rost, aber es ist trotzdem okay, hat er so wie ich es verstanden habe. Also ich glaube, es ist nicht muchas, sein erster. Muchas, aber ist okay. Ja, wir sind jetzt mittlerweile wieder in Santander in der Stadt und haben beim Schlendern einen richtig coolen Vintage-Laden entdeckt und da haben wir jetzt ein paar Sachen gekauft. War richtig cool, war auch echt nicht teuer. Normalerweise ist Vintage manchmal super teuer. Und jetzt werden wir aber langsam wieder zurück ins Hotel gehen und die Stadt ist hier auch echt super schön. Uns gefällt Santander sehr gut, aber das zeigen wir euch dann morgen. Das war ein schöner Tag. So. Meine Füße tun richtig weh. Meine auch. Komm laufen. Die brennen richtig. Mhm. Heute geht's jetzt weiter in die nächste Unterkunft. Das heißt, wir kriegen ein Apartment, endlich mit Küche und schauen uns heute noch Santander an. Let's go. Komm, wir rufen uns lieber ein Taxi. Ich habe keinen Bock zu laufen. Vollpackt. Ya conocían Cantabria, ya conocían Santander. No es el primero más. La primera vez. La primera vez. Gracias. Aquí como en casa. Gracias. Gracias. Gehst du mal unseren Host suchen? Unseren Gastgeber? Für das Appartement? Ja. Mach ich. Und dann warte ich hier. 5B. Du wartest hier? Okay. Also wir sind hier im neuen Apartment angekommen. Der Schlüssel wurde dem Nachbar übergeben, weil der Eigentümer von der Wohnung, also er wohnt hier auch gar nicht. Der Nachbar hat uns jetzt gerade die Tür aufgemacht, den Schlüssel übergeben und heute ist der Gründonnerstag. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell einkaufen gehen, weil hier machen gleich die Geschäfte zu und wir wollen hier hinten endlich wieder ausgiebig kochen. Mit hungrigem Magen einkaufen gehen ist immer sehr gefährlich. Wir haben jetzt aber auch schon gegessen, sonst hätten wir uns nicht vor die Kamera gestellt. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Wohnung und dann schauen wir uns Santander an. Draußen ist nämlich gerade richtig schönes Wetter. Hier ist der Eingang, das ist unsere Küche und Wohnzimmer mit Esszimmer. Wir haben hier so eine offene Kommode. Hier ist das Bad, da ist gerade Melli drin, da gehen wir nicht rein, aber es ist halt auch ein ganz normales Bad. Und hier haben wir ein Waschbecken. Und hinter mir geht's schon ins Schlafzimmer. Ja, das ist ziemlich einfach. Wir sind auch die allerersten, die hier im Apartment sind. Das merken wir noch, weil einige Sachen verpackt sind, wie Besteck oder paar Teller, die waren noch mit so einer Plastikumrandung geschützt für den Transport. Aber es macht nichts. Ist alles sauber hier und das hier ist auch unsere Aussicht. Also einfach mega, mega nice. Kommt uns irgendwie vor, als wären wir in der Karibik. Ja, und jetzt gehen wir mal raus und zeigen euch ein bisschen was von Santander. Oh, es ist hell hier drauf. Was zahlen wir jetzt für die Wohnung hier? Ich habe so 71 Euro die Nacht plus 150 Reinigungsgebühren oder irgendwie so. Also irgendwelche Gebühren auch. Also knapp 80 Euro. Da ist, glaube ich, noch oder? Reinigungsgebühren mit dabei und noch, keine Ahnung. Genau, also mit allem drum und dran. Und da kommt jetzt auch schon unser Fahrstuhl. Sind es 83 Euro. Ja, das reicht auch. All inclusive. 80 Euro. Pi mal Auge. Ja, wir haben nicht bedacht, dass heute ja Karfreitag ist und dass die Straßen ziemlich voll sind und die Strände. Und deswegen wollen wir jetzt auch nicht so viel filmen, weil wir wollen jetzt nicht die ganzen Leute halt filmen.
Genau, und deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen herumschlendern, aber mit der Kamera werden wir euch dann einfach in den nächsten Tagen nochmal mitnehmen. Wir sind ja noch eine ganze Woche hier und dann zeigen wir euch nochmal die schönsten Ecken Santanders. Ja, es war richtig schön. Anfangs war es sehr windig, aber dann ging es. Ja, richtig schöne Stadt und wie Melli bereits gesagt hat, zeigen wir euch im nächsten Video die Strände und noch ein bisschen mehr von der Innenstadt. Aber es ist so viel los. Ja, heute ist richtig los. Wir wollen ja los. Den Leuten auch nicht ins Gesicht direkt filmen. Genau. Deswegen kleiner Sneak Peek, nächste Woche wird es richtig schön. Ja, und Santander ist wirklich eine super schöne Stadt und deswegen wollen wir es auch noch mal ein bisschen genauer zeigen, weil wir haben das Gefühl, dass hier auch so touristisch gar nichts los ist und wenn, dann sind das Spanier. Ja. Also es sind wirklich super wenig Ausländer. Also auch wenn ich versuche bei Google oder sonst anderen Suchseiten ein paar Informationen über Santander rauszufinden, dann wird mir als fünfter Suchbegriff E-Roller mieten in Las Palmas angezeigt. Aber Santander ist wirklich irgendwie ein weißer Fleck, was uns deutsche Touristen angeht. Es hat alles zu bieten, Meer, Berge, Natur, Stadt. Also wenn man ein bisschen, ja, sich einfach so ein bisschen umguckt, dann kann man richtig tolle Sachen, glaube ich, hier sehen und erleben. Ja, glaube ich auch. Mehr dazu, wie gesagt, nächste Woche. Und wir machen uns jetzt erstmal ein schönes Curry und lassen den Abend und den Karfreitag ausklingen. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Ja. Daumen hoch, Abo dalassen. Und die Glocke aktivieren. Damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ja, in diesem Sinne, wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern oder habt noch schöne Ostern. Wie auch immer, bleibt uns treu. Bundesgarten, ciao. Jo, es hat sich wenigstens gereimt.